Meine Damen und Herren, ja, vielleicht fragen sich auch manche, was hat der Vorsitzende der Bischofskonferenz oder überhaupt ein Bischof auf der Bundespressekonferenz verloren alle 2 Jahre? Hat sich das jetzt etwas eingebürgert? Und viele sprechen darüber, hat die Kirche überhaupt noch zu gesellschaftlichen Fragen etwas zu sagen oder hat sie eine Bedeutung? Auf der anderen Seite erlebe ich eben auch das Umgekehrte sehr stark, dass immer wieder gefragt wird, müsste die Kirche nicht, sollte die Kirche nicht, wäre da nicht mehr zu erwarten? Also beides kann man feststellen, dass auf der einen Seite natürlich rein soziologisch sich unsere Gesellschaft verändert, auch im Blick auf die Rolle der Religion und des Christentums. Auf der anderen Seite die Erwartungen, dass es Kräfte gibt, die das Ganze im Blick behalten, die eine Stimme auch sind für die, die am Rande stehen oder eine Stimme sind für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Jedenfalls in den Gesprächen, die ich erlebe, wird das immer wieder gefordert, sodass auch bei denen, die vielleicht gar nicht so nahe der Kirche stehen oder ihr sehr kritisch gegenüberstehen, der Wunsch, dass dort etwas passiert, dass etwas gesagt wird, dass Engagement da ist, ungebrochen ist. Und insofern habe ich die Einladung auch wieder gerne angenommen und will eine kleine Einführung geben zu den Themen. Aber natürlich ist die Freiheit nachher da, zu allen Themen zu sprechen, die Sie interessieren. Ich habe ja diese Tage heute und morgen unterbrochen von Rom aus. Da ist im Augenblick die sogenannte Amazonas-Synode zum ersten Mal eine Synode, die speziell auf ein ganz bestimmtes Territorium bezogen ist, über die Landesgrenzen hinaus. Und bei dieser Amazonas-Synode wird eben auch deutlich, was Kirche beitragen könnte und sollte. Die ganze Frage der weltweiten Klimaveränderung spielt eine große Rolle und die Verantwortung auch der Kirche. Das Amazonasgebiet, so hat der Papst ja in der Enzyklika Laudato Si gesagt, gehört zu den beiden großen Lungen der Welt. Das ist einmal Afrika, im Kongo, im Äquatorialafrika und eben der große Regenwald. Und das ist eine große Herausforderung für die Zukunft der Menschheit. Und die Kirche hat eine Aufgabe, dort den Blick zu wenden auf dieses Gebiet, auf das, was es bedeutet für die ganze Welt, auf die Menschen, die dort leben. Also im Grunde ist das auch ein Beitrag, den die katholische Kirche, glaube ich, insbesondere durch diese Weltversammlung, an der nicht nur die Amazonasbischöfe teilnehmen, sondern Fachleute aus der ganzen Welt und eben auch Bischöfe aus der ganzen Welt, dass deutlich wird, wir haben hier eine Verantwortung. Und das haben wir in der deutschen Situation ja auch getan. Mit großem Wohlwollen sehen wir auf diese Bewegung der Jugend, aber Laudato Si ist 2015 erschienen, die große Enzyklika des Papstes, die eine riesige Resonanz gefunden hat, das darf man nicht vergessen. Das ist natürlich ein Text, der vielleicht nicht so sichtbar ist wie eine Demonstration, aber doch eine große Wirksamkeit entfaltet hat in vielen Bereichen. Ich höre das gerade auch von den Bereichen außerhalb der Kirche, wissenschaftliche Institute, politisch Verantwortliche haben diesen Text mit großer Aufmerksamkeit gelesen und sind der Meinung, dass hier etwas sehr Wichtiges für die weiteren Überlegungen in Gang gekommen ist. 2015, ich war ja selbst Zeuge sozusagen, wie der Papst überlegt hat, diese Enzyklika vor die Klimakonferenz in Paris zu setzen, sodass sie dort Wirksamkeit entfalten konnte, was auch geschehen ist. Dann hat der Heilige Stuhl seine Vertreter geschickt, den Kardinal Turkson, den Kardinal Parolin als Staatssekretär, sodass wirklich da eine Bewegung war, die Klimakonferenz in Paris zu einem Meilenstein zu machen. Dieser Meilenstein ist ja auch geschehen, obwohl eben das Follow-up natürlich jetzt eine mühsame Ebene ist. Und daran möchte ich erinnern, dass wir als Kirche sehr, sehr interessiert daran sind, dass diese Klimaziele von Paris auch wirklich eingehalten werden, dass man vorankommt, dass das nicht verläuft und dass man diese ehrgeizigen Ziele, die formuliert worden sind, auch gerade mit vielfältiger kirchlicher Unterstützung, wenn ich an die COP-Vorbereitung denke, auch in Katowice dann das Nachfolgetreffen, da waren viele, viele Gruppen kirchlich engagiert, sodass das nicht nur ein Text ist oder irgendeine Forderung, sondern auch eine Bewegung in der Kirche, auch in Polen etwa, mehr geworden ist. Ich höre es von den polnischen Bischöfen, wo es vorher vielleicht nicht so brisant erschien, aber Katowice hat da viel verändert. Ich wollte das als einen wichtigen Punkt nennen. Hier geht es wirklich um das Überleben. Die Kirche sollte nicht nur um sich selber kreisen, wie der Papst ja immer wieder betont. Es geht darum, dass wir auch
aufmerksam sind für die Zukunft der Welt, für die Zukunft dieser Erde. Das ist mir im Frühjahr wieder so deutlich geworden. Ich höre ja mittlerweile zur älteren Generation, dass wir uns erinnert haben an die Mondlandung 1969. Und unsere Generation konnte ja zum ersten Mal die Welt von außen sehen. Also ein Foto von diesem blauen Planeten, was es vorher in der Menschheitsgeschichte nicht gegeben hat. Dieses Bild, nicht nur gemalt, fantasiert, sondern wirklich. Das war für mich als Jugendlicher eine unglaublich starke Erfahrung, dass dieser wunderbare Planet in den unendlichen Weiten des Kosmos etwas ganz, ganz Außergewöhnliches ist. Etwas außerordentlich Kostbares, Einmaliges fast. Wir wissen es nicht, ob es ganz einmalig ist, aber bis jetzt haben wir nichts gefunden, was dem gleichkommt. Also das, meine ich, sollte uns noch einmal dazu antreiben, mit diesem kostbaren Geschenk gut umzugehen. Und da sind wir als Kirche, denke ich, auch von unserer Theologie her gefordert. Im Text von Laudato Si, und das ist auch jetzt bei der Amazonas-Synode deutlich geworden, geht es natürlich auch um eine differenzierte Verantwortung. Wir können nicht einfach sagen, ah, da ist der Regenwald, da seht ihr in Brasilien mal zu, dass der Regenwald erhalten bleibt, sondern es geht um eine globale Verantwortung und eine differenzierte Verantwortung. Die Industrienation, die seit Jahrhunderten eben die Ressourcen gebrauchen und benutzen, haben eine größere Verantwortung als die Länder, die arm sind und denen noch viel bleibt, um einen gewissen Lebensstandard zu erreichen. Diese differenzierte Verantwortung ist außerordentlich wichtig. Und manchmal denke ich, der Papst hat recht, wir brauchen eine neue Fortschrittsidee. Immer noch kreist alles um BIP und Börse, sage ich einmal, ein bisschen einfach ausgedrückt. Das sind die Zahlen, an denen man sich orientiert, ob wir vorankommen. Aber das sind nicht die Zahlen, die uns orientieren, wie wir vorankommen. Sondern die Gesamtheit der Lebensverhältnisse muss in den Blick geraten. Diese Diskussion ist älter, ist nicht neu, aber im Grunde läuft es immer wieder nachher auf wirtschaftliches Wachstum hinaus und alles andere bleibt dann doch nicht so sichtbar und so deutlich, wie es sein müsste. Darauf haben, glaube ich, auch gerade die Demonstrationen hingewiesen, aber eben nicht nur diese, sondern auch die Diskussion jetzt etwa bei der Amazonas-Synode. Und in diesem Zusammenhang wird etwas deutlich, was mich beunruhigt. Auf der einen Seite spüren wir gerade durch diese Diskussion der letzten Jahre, wie sehr ein Multilateralismus, so nennt man das ja im politischen Feld, oder ein Universalismus, der vom Ganzen her denkt, der die Welt als Ganze in den Blick nimmt, wichtig wäre. Und wie sehr eigentlich kontraproduktiv sind die Entwicklungen, die wir erleben, hin zu einer Rückkehr zum Nationalismus, zu den Eigeninteressen, zum Populismus, der ja im Grunde orientiert ist an dem, was das eigene Volk braucht, am Identitären, sage ich einmal. Interessant, das neue Buch von Francis Fukuyama, der ja damals das Buch geschrieben hat, was viele bewegt hat, das Ende der Geschichte, wo er von der liberalen Demokratie und der Marktwirtschaft gesprochen hat, als den Orientierungspunkten für die Zukunft. Und jetzt hat er ein neues Buch geschrieben über Identität. Er sagt, das ist nicht so. Wir haben als Liberale gedacht, wenn es ökonomisch vorangeht, werden die Leute dem zustimmen. Wie Bill Clinton in seiner berühmten Antwort auf die Frage, wie man Wahlen gewinnt, geantwortet hat, it's the economy, stupid. Schau auf das, was wirtschaftlich rauskommt und die Leute werden dem folgen. Und Fukuyama vertritt heute die These, so einfach ist es nicht. Als Beispiel führt er in einem Interview an, so habe ich in Erinnerung, auch Menschen, die vielleicht wissen, dass der Brexit für sie ökonomisch schädlich ist, stimmen doch vielleicht für ihn, weil es eine Frage der Identität ihres Landes ist. Und da sehen wir, dass neue Bewegungen in Gang kommen. Mich hat außerordentlich gefreut, dass unsere Schrift, unsere Denkschrift hier, ich halte sie doch einmal vor, ich werbe noch einmal für unsere Schriften, dem Populismus widerstehen, Arbeitshilfe zum kirchlichen Umgang mit rechtspopulistischen Tendenzen, eine sehr, sehr große Resonanz gefunden hat. Das ist jetzt die dritte Auflage, glaube ich, mit 25.000 Exemplaren. Das ist für ein solches kirchliches Dokument für uns jedenfalls ungewöhnlich. Und das ist eine sehr, sehr positive Nachricht, dass sich viele dafür interessieren. Hier sind viele Beispiele, hier sind viele Analysen drin. Und genauso wollte ich noch einmal hinweisen auf den Text, den wir von der evangelischen und katholischen Kirche her herausgegeben haben über die Demokratie. Denn das ist das Thema der nächsten Jahre, ob wir unsere freiheitliche Demokratie weiterentwickeln, die nicht
auf Identitäten aus ist im engeren Sinne, sondern die offen bleibt für die Entwicklung der ganzen Welt. Sonst wird das schwierig. Und umso mehr sind die Tendenzen hin zu einem Rechtspopulismus in vielen Ländern der Welt, die eben mit dem Begriff Identität zusammenhängen, was immer das sein mag. Es ist manchmal eine Fantasiegeschichte, die sich Menschen zurechtlegen. Aber es ist auch eine reale Sehnsucht darin, das ist klar, dass dies dazu führt, dass auch Rechtsradikale stärker hoffähig werden. Oder dass die Grenze zwischen dem, was vielleicht berechtigter Patriotismus ist, und dem, was rechtsradikale Rede ist und was Antisemitismus ist oder Fremdenfeindlichkeit, schwammig wird. Und das ist etwas, was mich außerordentlich beunruhigt. Ich war ja in Rom in der Zeit, als der Mord in Halle passierte. Das hat mich zutiefst erschüttert. Das muss ich wirklich auch persönlich sagen. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass ein solcher scharfer Antisemitismus in diesem Video geäußert wird, in einem klaren, rechtsradikalen, antisemitischen Weltbild, und dann eben Menschen umgebracht werden. Und unser Mitgefühl gilt den Opfern, aber ich denke auch an die 50 jüdischen Brüder und Schwestern, die in der Synagoge waren und voller Angst eben das miterleben mussten. Und die Verletzten, die ja auch noch schwer verletzt zum Teil sind. Eine unglaublich erschütternde Erfahrung. Und wir müssen alles tun, dass alle Tendenzen hin zu Hass, zu Antisemitismus überwunden werden. Und die Botschaft der Kirche muss klar sein, seit vielen Jahren sage ich es und andere natürlich genauso, wir lassen uns nicht mehr trennen von unseren jüdischen Brüdern und Schwestern. Nie wieder werden wir uns von ihnen trennen, was auch immer kommen mag. Diese Verpflichtung müssen wir eingehen und das müssen wir versprechen. Dass das in unserem Land passiert, hat auch in Rom natürlich schon einige Unruhe gegeben. Ich habe mit dem Papst kurz sprechen können, als gerade die Nachricht kam. Und dann hat die Synode natürlich auch für die Opfer gebetet und noch einmal deutlich ein Zeichen gesetzt. Das war ja am Yom Kippur-Tag. Der Papst hat am Anfang des Tages, ohne dass er wusste, was am Tage dann passieren würde, darauf hingewiesen, heute ist Yom Kippur, heute denken wir an unsere jüdischen Brüder und Schwestern. Und dann kam im Laufe des Tages eben diese Nachricht. Also ich glaube, dass wir hier einen großen Auftrag haben. Ich habe gesehen, dass auch in den Internetforen, auch in den Online-Foren der sogenannten Qualitätsmedien, das, was an Antworten kommt, an Kommentierungen kommt, antisemitischer ist, also erheblich gestiegen ist die Zahl der antisemitischen Äußerungen, die dann in Diskussionsforen auftauchen, als das noch vor 10 Jahren der Fall war. Das beunruhigt mich außerordentlich. Und es hängt sicher zusammen mit einer Verrohung der Sprache, wie ich eben gesagt habe, die besonders im rechten, rechtspopulistischen Bereich eben nicht eine klare Grenze zieht, offensichtlich zu dem, was auf keinen Fall geduldet werden kann. Ich habe vor einiger Zeit ein kleines Büchlein gelesen, das ich einfach hier bewerbe, einmal auch von einem deutschen Germanisten, Heinrich Detering, sehr engagierter Mann, ein Reklambändchen. Was heißt hier wir zur Rhetorik der parlamentarischen Rechten? Ich kann das Büchlein allen Journalisten nur herzlich empfehlen. Das ist eine gute Analyse, auch der Sprache, wie mit Sprache umgegangen wird. Und das ist etwas, wo man sagen muss, den Anfängen gilt es zu wehren. Da geht es wirklich um die Zukunft der Demokratie, ob wir es einfach durchgehen lassen, dass ganze Gruppen ausgegrenzt werden, dass in einer Weise gesprochen wird, die Mehrheit ist dann das Volk oder wir sind das Volk, aber in einer Weise, wie sie nicht 1989 gemeint war, sondern wie sie ganz neu interpretiert wird. Und da, meine ich, müssen wir dagegen angehen, gegen diese Weltbilder, Verschwörungsbilder, die im Grunde den Hass befördern und eben nicht zum Rechtsradikalismus hin, zum Nationalsozialismus hin, zu dem, was faschistisch ist, eine klare Grenze ziehen. Das vermisse ich. Und das muss eingeklagt werden. Das können wir als Kirche nicht hinnehmen. Also es geht da auch um die Zukunft unserer Demokratie. Ja, und vielleicht zum Schluss auch etwas über die Kirche. Ich habe ja von Rom gesprochen. Da ist eigentlich als katholische Kirche, darf ich jetzt sagen, ein gutes Miteinander in diesen politischen Ausrichtungen. Ich habe mich gefreut, dass der Botschafter Deutschlands beim Heiligen Stuhl nach dem Neujahrsempfang gesagt hat, die Bundesrepublik Deutschland und der Heilige Stuhl sind in der Frage des Multilateralismus vollständig einer Meinung. Also
dass es dazu eigentlich keine richtige, gute Alternative gibt. Alternativen gibt es immer, aber eben nicht eine bessere. Und dass das eigentlich weniger geworden ist, dass diese Orientierung am Weltgemeinwohl, am Miteinander aller Völker, an der Überlegung, wie können wir das gemeinsame Haus der Schöpfung bauen, wie können wir etwas Gemeinsames tun, wie können wir die Interessen aller, besonders der Armen, der Schwachen im Blick behalten, dass das geringer geworden ist in politischen Auseinandersetzungen, das macht mich schon unruhig. Also ich bin unruhiger, sage ich, bin nicht prinzipiell pessimistisch als Christ, aber ich bin unruhiger, als ich es vor 10 Jahren war. Und deswegen ist diese Stimme der Kirche lokal und global, glaube ich, weiter wichtig. Und wir versuchen das eben einzubringen und engagiert uns einzumischen. Das gilt eben etwa im Blick auch auf den Syrienkrieg jetzt. Es ist ein klarer Bruch des Völkerrechts. Hier werden Menschen vertrieben, auch Christen. Aber es gilt ja für alle Menschen. Hier sind alle Menschen, die in Not sind, in unserem Blickfeld. Und auch die Frage der Waffenexporte. Einmal im Jahr geben die evangelische und katholische Kirche ja einen Bericht über die Waffenexporte. Und meistens ist es so, dass es schlechter geworden ist. Und das kann uns ja nicht beruhigen. Das kann ja nicht gut sein. Und hier ist ein NATO-Partner, der handelt. Also irgendwie frage ich mich dann schon, was bedeutet ein Bündnis, wenn wir hier nicht auch gemeinsam miteinander reden und sagen, kann das so gehen? Es soll ja ein Wertebündnis sein, höre ich immer. Ein Wertebündnis. Nicht nur ein Verteidigungsbündnis, gegen wen auch. Das kann man schon überlegen, natürlich. Aber ein Wertebündnis. Da habe ich doch jetzt ein großes Fragezeichen. Und die Folgen dieses Krieges, der jetzt dort stattfindet, das wird wahrscheinlich sehr, sehr negativ sein. Und der andere Punkt eben die Seenotrettung, Flüchtlinge weiterhin, das hängt in gewisser Weise zusammen. Natürlich kann ich erkennen, dass möglicherweise die politischen Akteure, die Flüchtlinge, ja mit den Flüchtlingen politisches Kapital machen. Flüchtlinge sind die Opfer nachher. Die sind der Verschiebebahnhof. Sie verschiebt man, damit sie uns oder anderen nicht zu nahe kommen. Das ist schon zynisch, muss ich sagen. Das ist zynisch. Und deswegen hängt das natürlich zusammen. Und wir müssen als Kirche natürlich zugeben, wir sind keine politischen Akteure, wir haben nicht für alles eine Lösung. Aber es gibt ein paar Punkte, an denen man festhalten muss, etwa bei der Seenotrettung. Es ist klar, ich habe das immer gesagt, seit 2015, da muss sich nichts ändern. Die Grenze, die wir gemeinsam haben, die europäische Grenze, darf keine Grenze des Todes sein, kann niemand zu Schaden kommen. Auch wenn sie im Mittelmeer ist, ist die Grenze eine Grenze, in der jeder überlebt, ein faires Verfahren bekommt, nicht zurückgeschickt wird in eine Situation von Gewalt und Krieg. Das alles getan wird natürlich, um auch die Ursachen der Flucht zu beseitigen, etwas dafür zu tun. Das ist klar, aber niemand wird zurückgeschickt in eine Situation von Krieg und Gewalt und Unterdrückung und Vergewaltigung. Das ist unerträglich. Das geht nicht. Und solange eben der Staat offensichtlich und das Gemeinwesen Europa nicht in der Lage sind, diese Grenze so zu gestalten, wie es menschenwürdig ist, kann man jede zivile Aktion und jedes zivile Engagement verstehen und auch unterstützen, wie wir es ja auch tun dann. Ja, und zum Schluss, zum allerletzten, die Kirche sortiert sich auch neu, das ist klar. Also ich will jetzt gerade nicht über innerkirchliche Themen nur sprechen, das ist selbstverständlich. Gerade hier bei der Bundespressekonferenz ist das vielleicht nicht das Hauptthema, aber natürlich kann das auch weiter diskutiert werden. Auch in Rom und in der Weltkirche wird nach dem synodalen Weg gefragt. Dann fragen sie, was macht ihr da in Deutschland, wie geht das weiter? Aber mit großem Interesse auch, kritisch, aber auch mit wohlwollendem Interesse. Also beides höre ich, und dann kann man erklären, erläutern, dass wir versuchen, in einer modernen Gesellschaft, in der wir unsere Rolle zu spielen haben und auch wollen, uns neu sortieren nach einer Krise. Und in einer Krise, die auch in der Studie noch einmal deutlich geworden ist, ist klar, wir haben uns klar entschieden dazu, als Deutsche Bischofskonferenz mit dem ZTK zusammen hier zu sagen, wir schauen das an, wir gehen nicht an dieser Studie, die wir selber in Auftrag gegeben haben, vorüber und sagen, das ist jetzt mal vorbei, sondern wir schauen an auf die Fragen, um eine neue
neuen Schritt zu geben, Glaubwürdigkeit wiederzugewinnen, damit nämlich das, was ich am Anfang gesagt habe, auch spürbar wird, dass die Kirche ihre Rolle wahrnimmt. Wir haben eine Sendung, die kann ja kein anderer übernehmen, von Christus zu sprechen, vom Evangelium zu sprechen, von der Gotteskindschaft aller Menschen zu sprechen. Das ist ja unsere Aufgabe. Und da brauchen wir auch eine neue Diskussion, wie wir das miteinander tun können. Bischöfe und Laien und Priester, die ganze Gemeinschaft der Kirche in unserem Land. Und ich hoffe sehr, dass dieser synodale Weg da eine Hilfe ist. Nicht, weil wir um uns selber kreisen wollen, sondern weil wir neue Kraft schöpfen wollen für das, was unser eigentlicher Auftrag ist. Und da erleben wir auch viele, die sagen, das finden wir gut, dass ihr das anpackt, dass ihr vorangeht, dass ihr versucht, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Das ist noch offen, wie das genau dann passiert, aber wir haben jetzt schon konkrete Absprachen getroffen und ich hoffe sehr, dass das uns helfen wird, in dieser Gesellschaft unsere Aufgabe wahrzunehmen. Vielen Dank. Wir kommen zu Fragen. Die erste kommt von Frau Buschow, bitte. Ja, also die erste Frage war nochmal, ich bin ein bisschen erkältet. Was ich sehe, bin jetzt kein Fachmann in allen Details, scheint mir das noch nicht ausreichend, um die Klimaziele zu erreichen von Paris. Das kann ich so nicht erkennen. Es war ja das Ziel, mindestens auf 1,5 zu kommen, nicht 1,5% Erwärmung sozusagen zu akzeptieren. Das Problem ist natürlich auch tiefer. Wir versuchen jetzt einzelne Maßnahmen in den Ländern, das ist richtig. Wir spüren aber, es braucht auch eine globale Übereinkunft. Da sind nach Paris natürlich einige Punkte passiert, wenn Amerika ganz ausscheidet und sagt, es interessiert uns nicht und wir glauben sowieso nicht, dass das richtig ist. Also es ist nach Paris eigentlich eher wieder schwieriger geworden. Das hindert aber nichts daran, dass wir natürlich das tun müssen, was wir tun sollten. Und der Versuch, eben alles zu integrieren in eine marktwirtschaftliche Logik, da habe ich manchmal die Frage, ob das wirklich gelingen kann. Im Grunde genommen wird suggeriert, wir könnten das mit ein paar Maßnahmen stoppen. Ich glaube wirklich, wir müssen umfassender denken. Das hört sich natürlich jetzt sehr global an und groß an, über den Kapitalismus hinauszudenken. Das heißt nicht, ihn abzuschaffen, über ihn hinauszudenken. Selbst Autoren wie Paul Collier, andere schreiben das. Das ist eine Diskussion. Also wir werden mit den klassischen Methoden dieses große Problem nicht ganz lösen. Aber erst einmal sind wir in diesem Instrumentenkasten. Und da ist natürlich ein wesentlicher Punkt die, wie man sagt, Bepreisung von CO2. Wenn wissenschaftlich das auf dem Tisch liegt, dass hier eine Hauptursache ist, und das ist ja so, wie wir wahrnehmen, dann ist hier ein wesentlicher Punkt. Wie man das sozialverträglich macht, wie man das so umsetzt, dass eben nicht wieder Arme betroffen sind oder mehr betroffen sind als die anderen, das muss die politische Antwort sein. Was man bis jetzt sieht, scheint dem Ziel, soweit ich das sehe, nicht gerecht zu werden. Und dieses ehrgeizige Ziel, und das war ja auch schon ein Kompromissziel, Paris war ja jetzt nicht, war ja auch schon ein großer Kompromiss. Selbst das scheint man nicht zu erreichen und das ist dann doch bedenklich. Also die reichen Länder, das sagen uns auch die Armen etwa, in die indigenen Völker, die ja vor dem bedroht sind. Es geht ja nicht nur um den Regenwald, dass wir endlich unser Klima dann so haben, wie wir es wünschen, sondern da gehen ganze Völker zugrunde und sind auch schon zugrunde gegangen in den letzten Jahrhunderten. Die sagen, jetzt seid ihr einmal dran, euch auch umzustellen darauf, dass wir überleben können und dass dieser Wald, der für alle da ist, aber auch eben in besonderer Weise für die, die dort gelebt haben und leben wollen, dass das geschieht. Und da kann ich noch nicht erkennen, dass das ausreicht. Dann der zweite Punkt. Ja, die Deutsche Bischofskonferenz sollte jetzt nicht ein Schiff machen. So ist es auch, glaube ich, in der evangelischen Kirche nicht. Es war natürlich da etwas anders. Und ich habe mit Heinrich Bert von Strom immer wieder gesprochen.
dass der Kirchentag ein sehr, sehr starkes Votum abgegeben hat und dem wollten Sie eine Antwort geben und eine Konstruktion finden. Ich habe das jetzt noch nicht weiter verfolgt, das ist, glaube ich, noch nicht geschehen. Eine Konstruktion finden, die eben dazu führt, dass ein Konsortium oder eine Gruppe das macht und die evangelische Kirche das unterstützt. Das kann man tun. Das denke ich, das sehen wir im Augenblick nicht, dass wir das auch noch tun sollten dazu, aber dass wir die vielleicht mit unterstützen dann, das kann ja sein. Oder dass wir die anderen Organisationen, mit denen wir in Kontakt sind, auch im guten Kontakt, immer wieder unterstützen. Das ist selbstverständlich. Und da sehe ich jetzt nicht, vielleicht könnten das eigene kirchliche Organisationen machen, aber nicht die Deutsche Bischofskonferenz wird da jetzt nicht ein eigenes Schiff auf den Weg bringen. Das, glaube ich, ist nicht unsere Aufgabe. Frau Tinfelde. Mikro ein bisschen näher. Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich im März dafür ausgesprochen, die generelle Ehelosigkeit von Priestern zur Diskussion zu stellen. Läuft diese Diskussion und mit welchen Zielen läuft die Lockerung? Die erste Bemerkung ist mir neu. Dass wir als Deutsche Bischofskonferenz dazu eine Entscheidung gefällt haben, ist mir neu. Es müsste. Angeregt haben Sie eine Diskussion? Ja, die Diskussion ist ja da. Das heißt, und sie wird natürlich in den synodalen Weg einfließen. Worum geht es? Es geht nicht um die Abschaffung des Zölibats. Vielleicht sollten Sie versuchen, das möglichst zu vermeiden in Ihren Überschriften. Denn das ist, ich wüsste nicht, dass ein deutscher Bischof dazu bereit wäre, jetzt zu kämpfen für die Abschaffung des Zölibats. Es geht darum, kann es in Einzelfällen sozusagen auch eine weitere Zulassungsbedingung geben. Das war sehr stark auch auf der Synode, jetzt in Rom. Ist nicht von uns gekommen. Ich habe mich dazu nicht geäußert in Rom, jetzt bei der Amazonas-Synode, sondern die Bischöfe, die in einer bestimmten starken Bedrängnis sind, auch etwa in der Frage, dass eben dort an einigen Stellen nur einmal im Jahr die Eucharistie gefeiert werden kann, die Heilige Messe. Und natürlich eine ganze Reihe Bischöfe, mehr als ich eigentlich erwartet habe, gesagt haben, das können wir eigentlich so nicht hinnehmen. Gibt es andere Wege dazu? Aber niemand von den Bischöfen will natürlich sagen, also damit schaffen wir diese Vorstellung, dass die Ehelosigkeit an für den Priester angemessene Lebensform ist, ab. Aber muss man die Priester nur nehmen aus dem Bereich? Ist das absolut so? Das tun wir jetzt auch nicht. Es geht ja nicht darum, dass wir sagen, gibt es auch in der katholischen Kirche verheiratete Priester? Die gibt es ja. Wir haben ja die unierten Kirchen, die katholisch sind, sind ja keine Priester zweiter Klasse. Sind verheiratet. Wir haben eine ganze Reihe von evangelischen Pfarrern, die konvertiert sind, die weiter dann Priester sind mit ihren Familien oder neu geweiht werden, aber dann Priester sind. Also das ist sehr, sehr einzeln, aber man kann nicht sagen, niemand kann behaupten, in der katholischen Kirche gibt es keine verheirateten Priester. Kann man das erweitern? Sollte man das erweitern? Das ist eine Diskussion, die offensichtlich geführt wird und die wir auch sicher führen werden. Aber die muss so geführt werden, im großen Respekt auch vor den Priestern, zu denen ich auch gehöre übrigens, die eben sich bereit erklärt haben und auch mit großer Freude und Bereitschaft in dieser Lebensform zu leben, als ein besonderes Zeichen. Und dass man nicht sagt, na ja, das wollen wir mal beenden, diesen Irrweg. Das glaube ich nicht. Und insofern, die Diskussion ist da, kann das Priestertum weiter geöffnet werden für andere Lebensformen. Die Diskussion, ich glaube, die muss man gut führen, aber nicht mit dem Ziel, das wäre kein synodaler Weg. Ich weiß sowieso, was rauskommen muss. Das sage ich immer allen Beteiligten. Wer reingeht in eine Synode, wir sind ja nicht in einem Parlament dort, wo man sagt, na, wer hat die Mehrheit, 51%, kriege ich jemanden noch auf meine Seite gezogen und dann hin und her und dann haben wir eine Stimme mehr und dann ziehen wir das mal durch. Das ist keine Synode, sondern jeder muss bereit sein, auch zu sagen, so, ich lasse mich auf einen Weg ein, wo ich auch mal möglicherweise meine Meinungen etwas korrigieren, verändern muss, wo wir nachher in einer großen Einmütigkeit stehen. Nicht einfach mit einer Mehrheit, sondern mit einer Einmütigkeit. Bei dem synodalen Weg wird das auf jeden Fall so sein, dass wir, das haben wir ja in den Satzungsdiskussionen deutlich gemacht, die ist noch nicht jetzt beendet, aber das ist ein wichtiger Punkt, der, denke ich, unumstritten ist, dass 2/3 der Deutschen Bischofskonferenz jeweils Zustimmung geben müssen zu Resolutionen, Voten oder was immer auf dem synodalen Weg passiert. Das ist ja klar, weil die Bischöfe eine besondere Verantwortung haben. Aber noch einmal, Sie haben natürlich recht in dem Punkt,
dass hier eine Diskussion da ist. Und auf der Synode jetzt, ich komme ja direkt daher, war das ein wichtiger Punkt, zu sagen, können wir in diesen besonderen Situationen auch Männer zulassen, die verheiratet sind, um dieser besonderen Situation in Amazonien gerecht zu werden. Frau Wilke. Das kann ich nicht sagen. Wir haben natürlich in München gerade die Erfahrung gemacht mit dem jahrelangen NSU-Prozess. Und da gab es ja Untersuchungsausschüsse, die kann man alle nachlesen. Was ich nicht getan habe, sind ja unglaublich Tausende von Seiten, die da zusammengekommen sind, wo natürlich schon, gerade beim NSU-Prozess ist das deutlich geworden, vielleicht eine gewisse Nachlässigkeit da war. Aber das kann ich nicht einfach so behaupten, ohne dass ich da mich intensiver mit diesen Tausenden von Seiten beschäftige. Nach beiden Seiten muss man eben aufmerksam sein. Und das Problem ist, dass wir gerade, ich habe es ja eben genannt, im Bereich des Rechtsextremismus gewisse Unschärfen haben am Rand. Das macht mir Sorge. Das ist ja nicht, sagen wir mal, der Dschihad und der IS ist ja nicht jetzt sozusagen auf dem Weg in die Mitte unserer Gesellschaft, der Parlamente. Aber beim Rechtsradikalismus berühren sich so einige verbal. Ich habe ja eben auf das kleine Büchlein hingewiesen, wo man sich sagt, ja, das ist ja doch eine Sprache, die verschleiert und die nicht klar die Dinge nennt. Und das ist insofern ist, mein Vater hatte immer gesagt, also das ist, er war ein einfacher, aber gebildeter Mann, und er sagt, die Gefahr in Deutschland kommt von rechts, pass auf. Das war immer seine Rede. Krieg gewesen und war da kuriert. Die Gefahr kommt von da. Und sie hat eben dann, und das merke ich bei manchen Diskussionen auch, ich habe ja eben hingewiesen auf diese Kommentare auch auf den Online-Plattformen, es wird also ein wenig schillernder, was man alles sagen kann und was doch auch mal gesagt werden müsste. Und da, insofern bin ich der Meinung, dass da auf dem Feld im Rechtsradikalen wir noch aufmerksamer sein müssen, was passiert. Natürlich, das heißt nicht, dass man bei dem Dschihadismus nicht genau alles untersucht, und das ist selbstverständlich klar. Aber hier geht es ja um Leute, die in der Mitte unserer Gesellschaft auch Anknüpfungspunkte finden wollen und sie zum Teil auch finden. Bitte, Herr Kopp. Vielleicht nur eine Ergänzung zu dem, was der Kardinal gesagt hat. Als ein Beispiel, am 3. November führen wir hier mit der Rabbinerkonferenz von Deutschland eine Tagung in Berlin durch mit einer öffentlichen Veranstaltung, und auch Kardinal Marx teilnimmt, Schuster nimmt teil, Armin Laschet ist dabei, wo noch mal die europäische Dimension genannt wird. Ich glaube, diese Veranstaltung ist ein wichtiges Zeichen. Die war schon länger geplant und bekommt jetzt noch mal eine besondere Dignität durch das, was in Halle passiert ist. Was ist das Thema? Das Thema ist ja... Also populistische Tendenzen in Europa. Dann kommt die nächste Frage von Herrn Strauß. Ich wollte noch mal zur Jugend fragen. Wir haben ja gestern aus der Schulstudie gelernt, die Jugend ist unbedingt bereit, sich wieder zu engagieren, auch politisch. Wie ist Ihr Eindruck, ist diese Bewegung an der Kirche vorbei oder profitiert die Kirche davon? Beides natürlich ist jetzt... Diese Bewegung auch nicht aus der Luft gekommen. Jetzt können wir nicht alles auf eine Person beziehen, auf Greta, als sei vorher gar nichts gewesen. Also es ist ja nicht so, als hätten wir nicht auch über viele, viele Jahre, gerade in unseren Gruppen, ich verfolge das ja jetzt viele Jahre als Bischof, engagierte Umweltaktivisten und Umweltbeauftragte, gerade in unserem Erzbistum muss ich sagen, wo wirklich sehr, sehr viel geschieht. Vielleicht nicht so sichtbar, und vielleicht braucht es das auch, und deswegen begrüße ich das auch, dass etwas sichtbar wird. Und das ist eben unsere Gesellschaft, in der Personen da sind, in der etwas in Bewegung kommt. Man will etwas sehen. Und das war noch einmal ein Kristallisationspunkt. Ich habe bei uns im Bistum dann
eine Klimakonferenz mit den katholischen Schulen gemacht. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Die haben dann in ihren Schulen, in den, ich glaube, 20 Schulen, haben sie jeweils etwas gemacht, auch aufgreifend das, was eben durch die Demonstration in Gang gekommen ist. Und dann kamen sie zusammen zu einem Studientag, jeweils Delegierte dieser Schulen aus allen Klassen, also nicht nur die Oberstufenschüler oder Berufsschüler, sondern aus allen Klassen, und haben mit mir auch diskutiert 2 Stunden. Das war, fand ich sehr, sehr beeindruckend. In dem Sinne, was Sie sagen, also wenn so ein Quintaner, wer heißt das heute, sechste Klasse, also hochkompetent, auch informiert, Fragen stellt und das ist, da bestätige ich das, das ist eine neue Sensibilität da. Oder ich höre es von den Familien. Gestern war ich noch mit einer Familie zum Mittagessen, wo die Tochter jetzt entschieden hat, vegetarisch zu sein, was die Eltern hinnehmen, aber jetzt auch nicht begeistert oder wie auch immer. Aber jedenfalls wird das akzeptiert und in den Familien wird in einer Weise diskutiert zu diesem Thema. Und das geht nicht an der Kirche vorüber. Wie gesagt, jeder hat natürlich nicht Laudato Si gelesen, aber ich glaube, da haben wir einen Grundlagentext, der wirklich weltweit weiterhin eine Resonanz hat. Und unsere Aufgabe wird es sein, und das sehe ich auch als meine Aufgabe an, als Aufgabe der Bischofskonferenz, dass wir diesen Text weiterhin sozusagen aufbereiten. Das sind viele, viele Seiten, aber es sind wirklich Kernsätze drin, die wirklich inspirieren. Und die Jugendlichen lesen das, nehmen das auf. Also hier ist eigentlich eine Chance für die Kirche, auch nicht für die Kirche. Wir wollen ja jetzt nicht die Jugendlichen wieder benutzen, damit es uns besser geht. Das ist nicht der Punkt. Sondern hier, dass man auch einmal spürt, was ihr über die Schöpfung sagt, was ihr der Papst sagt, das entspricht genau dem, was wir auch wollen. Ist doch wunderbar dann, wenn es so wäre. Und es ist ja auch so. Wenn man die Enzyklika liest, da sind die Jugendlichen ansprechbar. Und das finde ich absolut toll. Herr Riesing. Herr Kurzbrenitz, Herr Kandidat, eine wichtige ethische Entscheidung steht im Bundestag an, die Frage Organspende. Und es deutet sich an, dass eine Mehrheit des Bundestags möglicherweise der Widerspruchslösung von Spanien zustimmt, die ja dazu führen soll, dass dieser dramatische Abbau von Organspenden gestoppt wird, dass es mehr Organspenden gibt, dass Tausende von Menschen geholfen werden kann. Und dennoch wendet sich die Kirchen, gegen diese Widerspruchslösung, obwohl man doch eigentlich sagen könnte, sie dient dem Gemeinwohl. Warum könnte ich vielleicht nochmal sagen, wendet sich die Kirche gegen diese Supplement, gegen diese Widerspruchslösung? Ja, mit dem Argument, es dient dem Gemeinwohl, kann man ja nicht alles rechtfertigen. Das ist ja, das kann man nicht machen. Das haben viele getan. Und dann sagen, ja, dann kann man doch das und das und das tun. Das geht nicht. Also die Grenze ist die Würde des Einzelnen, das ist die absolute Grenze, und auch die Freiheit des einzelnen Menschen und seine Entscheidung. Und der Körper ist nicht ein Ersatzteillager, sondern er hat eine eigene Würde. Das ist unsere Auffassung. Und ich denke, dass das nicht nur unsere Auffassung ist. Es ist ja nicht so, als sei das jetzt eine speziell von den christlichen Kirchen vertretene Meinung, sondern die auch im Bundestag und in der Gesellschaft durchaus Resonanz findet. Es ist nicht etwas, was abwegig erscheint, sondern was ernsthaft diskutiert wird. Und das ist auch okay. Ich finde, das ist richtig, dass im Bundestag, auch in dieser Frage habe ich den Eindruck, sehr intensiv diskutiert worden ist und auch abwägend, und auch öffentliche Debatten geführt worden, im Fernsehen, in den Medien. Aber ich kann nicht erkennen, dass wir hier unsere Auffassung ändern sollten und das eben auch sehr in der Gemeinschaft mit der evangelischen Kirche und mit vielen Bundestagsabgeordneten. Das ist also nicht so, als sei das nur eine Meinung, die absolut plausibel sei, der man folgen müsste, sondern wo man auch deutlich macht, hier muss die freie Entscheidung des Einzelnen da sein. Denn auch wenn man die Einzelheiten einer Organentnahme anschaut, man muss ja darüber reden, was das bedeutet, ist das doch etwas, was den Einzelnen persönlich betrifft und wo er eine Entscheidung fällen sollte. Und das sollte, glaube ich, eine Grundlage sein und nicht die Frage, das Gemeinwohl, ja, im Sinne von, wir haben es ja immer so formuliert, eine Organspende ist ein Akt der Nächstenliebe. Darauf gibt es keinen Anspruch, dass jemand seine Organe hergibt. Das wollen wir nicht. Das ist eine Grenzüberschreitung, wenn man sagt, das ist ein selbstverständlich, das musst du tun. Sondern es ist eine
Gabe der Menschen, der Nächstenliebe, und die soll in Freiheit gegeben werden. Und wir werden als Kirche sehr dafür werben. Das haben wir auch getan. Die ganze Diskussion um Hirntod kennen Sie, die im Hintergrund auch stehen, und viele andere Dinge. Aber hier muss aufgeklärt werden, hier muss Werbung passieren, Ermutigung dazu, zu diesem Akt. Aber der Akt soll und muss frei bleiben. Im Blick auf das, was es bedeutet. Dass einer, der sich dazu entscheidet, auch weiß, wozu er sich entscheidet. Aber wir sind sehr dabei, das als Akt der Nächstenliebe zu schätzen und zu unterstützen. Frau Kuppling. Ich wie bewerten Sie nach dem Brief aus Rom diesen Sommer die Beziehung zum Vatikan in Zusammenhang mit dem Synodalweg? Gute Beziehung zum Heiligen Stuhl. Nein, es sind natürlich, soll ich das sagen, ich habe ja mit allen jetzt Gespräche geführt, mit Kardinal Ladaria nochmal, mit Kardinal Wellett habe ich Gespräche geführt, mit dem Papst gesprochen, jetzt in diesen Tagen nicht, aber die Zeit davor. Es sind manchmal viele Missverständnisse im Raum. Und was mich ein wenig auch beunruhigt, ist, dass in der Kirche selber auch die Polarisierungen, die in der Gesellschaft da sind, sich manchmal widerspiegeln. Nicht dieselben natürlich, da geht es manchmal um andere Themen, aber der Geist der Polarisierung ist viel stärker geworden, und zwar weltweit. Das gilt für alle, fast für alle Länder. Bei uns ist es noch einigermaßen moderat, aber es beginnt schärfer zu werden. Sowohl im gesellschaftlichen Bereich, aber in gewisser Weise dann auch im kirchlichen Bereich, denn wir leben ja mitten in der Gesellschaft. Sodass die Frage, was ist wirklich, ich komme wieder auf das Wort, das etwas schillernde Wort, Identität, was ist unaufgebbar, was kann verändert werden, was ist zeitgeistförmig? Das ist ja immer das Beliebteste, was gesagt wird. Ihr wollt euch den Zeitgeist in die Arme werfen. Das ist ja unsinnig. Sondern man muss die Zeichen der Zeit lesen im Geist des Evangeliums. Nicht immer hat die Mehrheit recht, das stimmt, aber auch nicht immer die Minderheit. Also so einfach sind die Dinge nicht. Das gilt gerade für kirchliche Themen. Und deswegen ist es wichtig, zusammenzukommen. Und ich muss immer wieder deutlich machen, der synodale Weg soll ja dazu helfen, dass wir einmütiger zusammenkommen, dass alle am Tisch sitzen und ihre Meinung sagen und nicht über Blogs oder über Briefe oder über was weiß ich für Kanäle. Sollen sie dem anderen sagen, was sie denken? Und sollen sie es aushalten, dass ein anderer sagt, ich denke anders? Und dann gehen wir zusammen und beten und feiern oder streiten uns, aber am Ende müssen wir uns zusammenraufen, im guten Sinne, geistlich. Das ist der Sinn. Und ich glaube, was in Rom bei einigen nicht klar war, dass wir eben keine Synode machen wollen, die im Grunde Partikularnormen setzt. Das können wir nicht, das wollen wir nicht, das war nie der Punkt. Dazu brauche ich Einstimmigkeit in der Bischofskonferenz, die nicht möglich ist, glaube ich, und dann auch nochmal eine Genehmigung durch Rom. Wir wollten einen Raum schaffen, um miteinander zu reden, bestimmte Themen anzusprechen, die eben durch die Studie auf den Tisch des Hauses gekommen sind. Und dem nicht auszuweichen, da gab es einen einstimmigen Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz. Das ist nicht ein Privatvergnügen des Kardinals von München, sondern ich bin Vorsitzender, habe ich in Rom auch gesagt, ich bin der Vorsitzende der Bischofskonferenz. Ich muss die Beschlüsse vertreten, das tue ich auch. Und wenn ich sie nicht vertreten kann, muss ich zurücktreten. Ja, ganz einfach. So sind die Dinge. Und das muss man einbringen dann. Und das geht dann schon. Also ich denke, ich konnte klar machen, was wir wollen. Und ich habe auch gesagt, wir wollen euch auf dem Laufenden halten, ständig. Natürlich gibt es diese Sorgen weltweit, weil man dann in bestimmten Blogs nur liest, irgendwo habe ich gesehen, wo war das noch, in Rom, Il Cardinale Schismatico, interessant, ganz neu, dass ich mich also, ich sage, wie kommt jemand in Rom auf den Gedanken? Das habe ich auch sehr deutlich gesagt, dass der Kardinal Marx, der ein Kardinal der Heiligen Römischen Kirche ist, sich vom Heiligen Vater trennen möchte. So eine Verrückte, da merkt man aber, wie unsachlich und verschroben manche argumentieren und wie das dann da ankommt wieder noch. Also wir brauchen auch in der Kirche einen besseren Kommunikationsweg und ich habe auch mehrfach hier auch gesagt, ehe man Briefe schreibt, kann man ja auch miteinander reden, mal hören und schauen, was meint ihr, da ist was bei uns angekommen an Beschwerden, da muss ich ja nicht Briefe schreiben, die sowieso veröffentlicht werden. Das wissen wir ja mittlerweile. Was bleibt noch geheim? Es wird veröffentlicht. Und dann sagen alle, ja, so habe ich dich gemeint. Ja gut, vorher reden,
Aber ich denke, dass sich das einregt. Aber es ist ja so, dass das jetzt nicht von Rom nur kommt, sondern dass eben von anderen Seiten dann auch gesagt wird, ja, man muss aufpassen, was die Deutschen da veranstalten, die immer ein wenig unter Verdacht stehen, dass sie sowieso da irgendwie ein bisschen reformatorisch sind. Das ist klar. Von den Deutschen war da war doch schon mal was, denken einige. Und das ist natürlich dann, das ist, glaube ich, in Deutschland manchmal, können Sie das nicht verstehen, dass dieses Gefühl jenseits der Alpen einfach, ich würde mal sagen, seit 1500 Jahren so ist. Es ist so. Deswegen muss man reden. Und ich glaube, dass das auch gut gelingen kann. Aber es wird weiterhin kritisch beobachtet. Ich habe jetzt gesehen eben aber auch, dass andere mich wieder positiv ansprechen, sehr positiv aus der Weltkirche. Es wird ja oft gesagt, die Weltkirche sieht das anders. Dann frage ich, wer ist das? Sind das bestimmte Bischöfe? Ist Rom die Weltkirche? Ist Rom die Weltkirche? Ist Papst der Weltkirche? Nein. Die Weltkirche ist ein Ineinander von Orts- und Universalkirche. Das kann man gar nicht trennen. Das ist nicht Pyramide. Das ist ja das, was manche nicht begreifen. Das ist nicht die Pyramide, da ist der Papst und da sind sozusagen die Unterabteilungen. Sondern die Universalkirche ist ein Ineinander von Orts- und Weltkirche. Und dass es zusammenbleibt, dafür steht der Papst. Und deswegen kann die Gemeinschaft mit dem Papst nie aufgegeben werden. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Vater, mit dem Nachfolger Petri, gehört zur Substanz des katholischen Glaubens. Er ist der Garant der Einheit. Und deswegen muss er auch darauf achten, das ist klar. Und das kann dann auch mal zu Spannungen oder zu Diskussionen führen, das sehe ich dann nicht so dramatisch. Frau Buschow. Ja, der Weg, was ist die erste Frage? Also, ich bin bedusselt heute. Ja, also wie stehe ich selbst zu den Veränderungen? Natürlich kann ich nicht einfach sagen, jetzt haben wir ein Programm. Wir haben da drei Themen vor allen Dingen herausgenommen, die uns durch die Studie hingelegt wurden. Das ist die Frage der Partizipation und die Frage eben, wie wird geistliche Macht ausgeübt? Das ist nicht einfach automatisch so. Die Studie hat nicht gesagt, das führt automatisch dann zum Missbrauch. Aber hier gibt es Gefährdungen. Und deswegen, finde ich, muss man daran arbeiten. Und das werden wir tun. Und da gibt es eine Arbeitsgruppe, dann das Thema natürlich. Und da hoffe ich, da sind wir auch schon auf einem guten Weg. Also ich habe schon einige Ideen, aber ich will das ja nicht vorwegnehmen. Das soll man wirklich miteinander reden. Wie kommen wir zu einem wirklich guten Miteinander? Und wie können die Gefahren vermieden werden? Und wie kann man da voranschreiten? Und das gilt für die Frauenfrage sowieso. Ich habe das so oft schon gesagt, auch bei unserer C9-Gruppe im Vatikan, beim Heiligen Vater, oder jetzt bei der Synode, in der Amazonas-Synode. Das Frauenthema war mit voller Wucht da. Und zwar erstaunlich, auch von vielen Bischöfen, weil manche ja denken, in Lateinamerika denken die anders, konnte ich nicht feststellen. Im Gegenteil, mit großer, großer Wucht und mit Eindringlichkeit haben viele Bischöfe die Beteiligung der Frauen auch an den Entscheidungen gefordert. Auch das Diakonat der Frau wurde mehrfach gefordert. Also zu sagen, das seien jetzt so die Deutschen, die da sich was ausdenken, das kann ich nicht erkennen. Und deswegen wird man mal sehen, wie die Diskussion läuft. Am Ende können nicht Ergebnisse stehen. Bestimmte Dinge, die weltkirchlich verhandelt werden, können wir ja nicht entscheiden. Aber es ist schon etwas, wenn wir ein Votum abgeben, gemeinsam und sehr einmütig, es müsste einmütig sein, also nicht 51%, sondern eine große Einmütigkeit sowohl der Bischofskonferenz wie der gesamten synodalen Versammlung, dann hat das schon Gewicht. Aber wenn ich das so sage, spüren Sie, da ist nicht nur einfach eine Meinung, da wird man ringen müssen um eine Formulierung, die auch wirklich tragfähig ist, so dass sie viele versammelt, vielleicht 75%. Da
Das ist synodaler Weg. Und das, manche von außen stellen sich das nicht so vor, aber es braucht eine große Einmütigkeit, um kirchlich voranzukommen. Sonst bleiben wir ja in den Polarisierungen hängen. Und deswegen ist es wichtig, dass alle an Bord sind. Ich war sehr froh, dass alle deutschen Bischöfe dann gesagt haben, wir machen mit. Ich habe ja gefragt dann noch einmal die Ordinarien, also die Leiter der Bistümer, weil ich das wissen wollte. Ich sage, es muss wenigstens wissen, machen alle jetzt mit. Und dann haben alle zugestimmt, beziehungsweise nicht Nein gesagt, sage ich mal. Oder ist jemand da, der nicht mitmachen will? Dann müssen wir es jetzt wissen nur. Und deswegen hoffe ich, dass im Gespräch und in der Qualität des Gesprächs wir dann auch vorankommen. Also das Thema der Beteiligung von Frauen ist eine absolut überfällige, notwendige Sache, an der wir arbeiten müssen. Das versuche ich im eigenen Bistum auch voranzutreiben. Aber auch in Rom, sage ich es immer wieder, ich habe es bei der Jugendsynode sehr deutlich gesagt, meiner Ansicht nach könnte das schneller gehen. Gut, okay. Man muss sich da in einer solchen großen Weltgemeinschaft, muss man sich auch irgendwie auf den Weg miteinander machen. Und die Frage, wie wir etwa auch Mitbestimmung machen. Die französischen Bischöfe, habe ich jetzt gesehen, haben eingeladen dazu, dass sich an den Vollversammlungen der Bischöfe 300 Laien beteiligen als Gäste. Was Ähnliches habe ich sogar früher schon gedacht. Wie kann man etwa die Bischofskonferenzen so weiterentwickeln, dass sie vielleicht nicht mitbestimmen, das ist theologisch eine Sache, aber dass es öffentlicher wird und auch wahrgenommen wird. Wer spricht, wer diskutiert, wie wird diskutiert? Dass das nicht alles permanent ist. Es muss auch diese geschlossenen Gruppen geben. Es muss auch, gibt es ja in der Politik auch, die Gespräche im kleinen Kreis geben. Das wird es immer geben. Aber es muss auch eine größere Beteiligung aller geben an dem, was in der Kirche passiert. Und nicht nur ein kleiner Bereich der Bischöfe oder der Priester, die dann sagen, wir machen das unter uns aus. Das finde ich nicht zukunftsfähig. Aber darüber kann man sprechen. Wir haben in Deutschland schon eine große Kultur der Beteiligung durch die Diözesanräte, durch die Pfarrgemeinderäte. Das ist in anderen Ländern längst nicht so der Fall wie bei uns. Ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber das ist ausbaufähig oder strukturell auch zu profilieren, sage ich einmal so. Ach ja. Die Frage der sogenannten Entschädigung. Das war ja auch ein Punkt der Studie. Die Studie hat diese drei Punkte gehabt, Sexualmoral, Macht und Lebensform der Priester, dass man da nochmal nachdenkt, kann man da etwas verbessern. Und ein Punkt war unter anderem auch, dass die Entschädigung oder die Anerkennung des Leids, die Summen, als zu gering angesehen wurden. Und da haben wir gesagt, geben wir eine unabhängige Kommission, Bischof Ackermann hat das ja in seinem Feld die ganzen Fragen und hat eine unabhängige Kommission berufen, die uns jetzt den Bericht gegeben hat, mit 50 Punkten, glaube ich, fast. Das war ein Riesenbericht, der dann ja auch an die Öffentlichkeit kam und dann ist er auch bekannt geworden. Er war zunächst ja nur für die Bischofskonferenz. Aber das ist, wie es ist, das sehe ich jetzt nicht so dramatisch. Die Öffentlichkeit ist interessiert und dann ist es eben auch an die Öffentlichkeit gekommen. Aber wir haben keinerlei Entscheidungen jetzt bis jetzt gefällt. Das ist, man darf nicht vergessen, wir haben damals in der Turbulenz des Jahres 2010, 2011, haben wir gesagt, wir müssen etwas tun, ohne zu sehr in einem rechtlichen Anspruchsbereich zu gehen, weil das zum Teil gar nicht mehr möglich war, weil die betroffenen Täter zum Teil verstorben waren. Können wir trotzdem etwas tun? Und da kam diese Lösung mit der Gruppe, die da das beurteilt, und 5.000 Euro, um eben unbürokratisch etwas zu tun, ein Zeichen zu setzen. Jedem von uns war klar, das ist keine Entschädigung. Aber es ist ein Weg neben dem rechtlichen Weg, den viele gar nicht mehr beschreiten konnten, der Opfer. Dann haben wir eben durch die Studie gemerkt, das reicht vielleicht doch nicht aus. Das reicht vielleicht doch nicht aus. Und dazu ist auch die Erfahrung, die wir gemacht haben. Das sind ja alles Dinge, die wir vorher nicht erfahren haben oder die wir nicht so kannten, dass da etwas nachjustiert werden muss. Und da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Fragen. Das ist ja etwas für Deutschland Einmaliges. Es gibt keine Rechtsansprüche, es gibt keinen Vergleich, keine Institution, die Ähnliches unternimmt. Kein Verband, keine Gruppe, keine Institution. Sodass das zum ersten Mal passiert, dass wir so etwas überhaupt andenken, kann man
in diesem Bereich mehr tun? Und wie kann das aussehen? Denn ohne Plausibilitäten wird man das nicht machen können. Das ist ja ganz klar. Das ist auch. Oder es gab ja sogar Fragen, bis in die Frage des Steuerrechts. Es gibt eine ganze Unmenge an ungeklärten Fragen. Der Stefan Ackermann hat bei uns in der Konferenz gesagt, ich habe auch noch eine ganze Reihe Fragen, die will ich jetzt gar nicht vortragen, weil das viel zu lange dauern würde. Er hat dann öffentlich ja gesagt, dass es in einigen Monaten Klärung geben kann. Das nehme ich mal positiv auf. Aber es gibt überhaupt keine Entscheidung über die Höhe. Und das ist völlig abwegig, jetzt da irgendwas zu spekulieren. Es wird höher sein, sicher, aber es wird nicht ohne Plausibilitäten gehen, ohne Nachvollziehbarkeit. Aber es gibt auch keinerlei rechtliche Ansprüche, das muss man wissen. Aber wir wollen ja darüber hinausgehen. Wir wollen nicht sagen, es bekommt nur jemand das mit rechtlichen Ansprüchen, sondern aber ohne Plausibilität geht es auch nicht. Das ist die Diskussion. Aber ich hoffe sehr, dass wir das nicht jetzt über Jahre hinziehen, sondern dass da in den nächsten Monaten, so habe ich gehört, oder hoffe es jedenfalls sehr, eine Entscheidung gefällt wird und dass wir dann das war ja auch in der Studie oder in dem Bericht der unabhängigen Gruppe, war ja ein Korridor auch genannt, da war ja alle rechnen sofort die Höchstsumme für jeden und rechnen das dann aus, das ist ja gar nicht habe ich gar nicht so gelesen, sondern da werden Korridore genannt, die ja im Grunde voraussetzen, dass man eine Plausibilität machen muss oder eine gewisse Überprüfung der einzelnen Fälle. Anders geht es ja gar nicht. Und ob es eine Fondslösung gibt oder andere Lösungen, das ist alles noch offen. Aber der Bericht war sehr eindringlich und ich muss wirklich sagen, ich war über die Differenziertheit und auch über die Kompetenz dieser Gruppe, die da gesprochen hat, der Professor Rixen aus Bayreuth und die Frau Müller-Piepenkötter, die früher Justizministerin, und Herr Katsch als Opfervertreter. Das war eine sehr sachliche und ganz gute Diskussion in der Bischofskonferenz, als sie vorgestellt haben. Und viele Fragen, die eben auch die Gruppe selber noch nicht klären konnte. Wir haben 2011 dieses System eingeführt, der Frage der Anerkennung materiellen Leids. Bis heute sind ungefähr 2100 Anträge eingegangen. Und damals, als die Bischofskonferenz die generelle Summe von 5.000 Euro festgelegt hat, heißt das nicht, dass diese 5.000 Euro auch am Ende ausgezahlt wurden. Ich möchte das nur mal deutlich machen, dass das, was die Kommission dann empfiehlt, nach einer Plausibilitätsprüfung in den Bistümern oft höher ausgezahlt wurden. Also es gibt deutlich höhere Auszahlungen als die 5.000 Euro. Und von dem, was wir bisher wissen, sind in diesen Jahren mit diesen Anträgen, die in dieser Kommission eingegangen sind, wir haben das auch bei der letzten Vollversammlung in Fulda gesagt, Bischof Ackermann, 9,8 Millionen Euro bisher bezahlt worden, nur um mal die größten Dimensionen zu verstehen. Herr Thurer. 9,8 Millionen. Da sind natürlich auch, glaube ich, auch drin die Ordensgemeinschaften und so weiter. Das muss man mit dazu nehmen. Hier geht es ja eigentlich um die Bischofskonferenz. Dann war ja Ettal, ist einen eigenen Weg gegangen dann nochmal. Dann auch, glaube ich, Regensburg hat ja nochmal nach dem ersten nochmal dann eine tiefere Untersuchung gemacht. Aber das gehört mit dazu, glaube ich. Herr Reinhardt, das gehört add-on. Also das eine ist diese ZKS, wo die Anträge in Bonn eingingen, wo der Anstellungsträger das Bistum ist. Das heißt, im Bistum konnte auch ein Ordensmann sein. Aber diese Beispiele von Regensburg, die muss man nochmal hinzuzählen. Daran arbeiten wir gerade. Also. Bitte schön, Herr Thurer. Herr Maas, eine ganz allgemeine Frage. Wenn Sie sich mit Menschen hier so unterhalten, welche Erwartungen in erster Linie an die katholische Kirche gestellt sind, dass diese innerkirchlichen Konflikte, über die ja viel berichtet worden ist, oder sind das ganz andere Fragen? Geht es da um sowas wie den Klimawandel? Kümmert euch um die Zukunft oder fragen die Leute nicht auch eher ganz konkret, was ist mit euch selbst und was macht ihr mit den Konflikten und Reformvorschlägen, die es in der katholischen Kirche gibt? Also ich würde schon sagen, das ist die ganze Bandbreite. Wenn ich mich außerhalb der Kirche bewege, gut, dann gibt es vielleicht das eine oder andere, ich habe gehört, da soll was sein. Aber im Grunde sind dann Menschen doch interessiert, was trägt denn die Kirche bei? Also bei politischen Gesprächen wird mir oft gesagt, dass eben der Zusammenhalt in der Gesellschaft schwächer geworden ist, die Polarisierung zunimmt, was kann die Kirche tun? Das schon. Wenn sie kirchlich engagiert sind, sagen sie natürlich auch, wir haben Hoffnung auf den synodalen Weg, mach mal was, Kardinal, geh mal voran und so weiter. Also ich habe die ganze Bandbreite in den Pfarreien,
hat man natürlich die Diskussion, wie geht es mit uns weiter, werden wir einen Priester bekommen oder nicht, und also die ganze Bandbreite. Und deswegen haben wir ja gesagt, wir müssen diese innerkirchlichen Themen durchaus ansprechen und bearbeiten, damit wir das, was eigentlich unser Auftrag ist, das Evangelium zu verkünden, auch diese Gesellschaft zu prägen mit dem Evangelium. Evangelisierung heißt ja nicht nur Rekrutierung für die Kirche. Es geht doch nicht darum, dass wir mehr werden und damit also sozusagen rekrutieren. Schön, wenn wir mehr werden, ist ja klar, das ist nicht der Punkt. Aber wir haben ja einen Auftrag. Wir wollen, dass das Evangelium in dieser Gesellschaft wirksam wird, spürbar wird, ins Gespräch kommt. Und die Dinge, die wir erlebt haben eben, die ganze Krise, die wir erlebt haben und weiter erleben, ist ein Hindernis dafür, das zu tun, was eigentlich im Tiefsten die Menschen erwarten. Und deswegen bin ich sehr dafür, das habe ich auch dem Papst gesagt, dass wir diese Hindernisse in einer glaubwürdigen Weise anpacken, um dann das zu tun, was vielleicht berechtigterweise auch die Leute sagen, was habt ihr denn beizutragen? Ich hatte neulich das Gespräch mit meinem Weihbischof für München, für die Region München, Rupert Graf Stolberg, und da wird in München ein neues Stadtviertel entwickelt, und da habe ich gesagt, ihr müsst eigentlich mal eine Stadtversammlung machen, nicht eine Pfarreiversammlung, sondern eine Stadtversammlung, wo gefragt wird, was erwartet ihr von der Kirche? Und das haben sie auch gemacht, also ein bisschen ausgewählt. Aber dann höre ich, also ich war richtig erstaunt darüber, aber auch wieder glücklich, dann haben Leute gesagt, was man so erwarten kann von der Kirche. Natürlich macht ihr einen Kindergarten, aber auch schön wäre, wenn wir einen Kirchturm hätten. Das sagen auch die Leute, die nicht vielleicht so eng zur Kirche gehen. Das ist das, was ich eben sagte. Also sie haben mir berichtet, wir hatten neulich Klausur, hat mir ein bisschen erzählt. Und da waren auch Stimmen, die gesagt haben, das wäre schön, wenn dieser neue Stadtteil auch einen Kirchturm hätte, wo die Glocken läuten. Das sage ich mir, prima, okay.